Vitamine, wie oft habe ich dir denn noch gesagt? Hier kommt keine Kuh in die Polizeistation. Das ist nicht irgendeine Kuh, das ist Mr. Kuh. Mir egal, ob das Mr. Kuh ist oder irgendeine Kuh. Raus damit hier! Na gut, Mr. Kuh, dann bitteschön, hier ist dein neues Zuhause und... Hey, Freunde, was geht? Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super, du bedeutet, Freunde. Wie ihr seht, sind wir heute mal wieder in der Stadt. Endlich, es wurde auch mal Zeit, dass wir wieder mal in der Stadt sind. Und jeder, der die Stadt feiert, lässt jetzt erstmal einen kräftigen Daumen nach oben da. Lässt auf jeden Fall ein Abo da, denn es ist kostenlos und supportet mich unnormal krass. Und heute sind wir, wie gesagt, wieder in der Stadt. Kommst du bitte deine Aufgaben noch erledigen? Ach, beim Polizeichef. Aber vorher möchte ich noch mit euch eine Challenge spielen. Jeder, der es schafft, 5 Kommentare zu schreiben, also 5 verschiedene Kommentare, nicht immer das gleiche, der bekommt ein Herz von mir. Let's go, Freunde. Lasst uns die Challenge gemeinsam spielen. 5 Kommentare. Ich bin sehr gespannt. So, und Herr Chef, was haben Sie nun? Guck mal, rechts neben dir. Dort ist eine Fahndungsliste. Du musst den Herbert Müller finden. Herbert Müller, wer ist denn... Okay, Name Herbert Müller. Wer ist denn? Ich kenne den nicht mal. Ja, ganz genau. Deswegen bist du auch hier. Du sollst denjenigen jetzt suchen. Ich muss den suchen. Na toll, Freunde. Wir müssen gemeinsam Herbert Müller suchen. Okay, ich würde sagen, Fahndungsliste Herbert Müller. Alter 73, das seht ihr hier. Straftaten, Erpressung, Identitätsdiebstahl, Betrug und normalen Diebstahl. Oh Mann, der hat echt ganz schön viel Dreck am Stecken. Also der hat echt viel Straftaten gemacht, was man niemals machen sollte. Aber na gut, wir werden ja nicht Polizist, wenn wir der Sache nicht auf den Grund gehen. Dann werden wir mal... Hallo, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Gerd. Oh, Gerd, okay. Und der Nachname? Gerd Müller. Gerd Müller, okay, aber Sie heißen nicht zufällig Herbert? So einen bescheuerten Namen habe ich ja noch nie gehört. Ach, okay. Wir müssen weiterschauen. Wir müssen gemeinsam schauen, Freunde. Gucken mal. Hallöchen, ihr lieber Klamottenverkäufer. Oh, Vitamine, da bist du ja endlich wieder. Yeah, wir sind auch mal wieder in der Stadt. Aber ich habe eine dringende Frage. Haben Sie vielleicht einen Herbert Müller gesehen? So in der letzten Zeit? 73 Jahre oder so? So, der müsste bestimmt schon graue Haare haben. Ja, bei mir war letzte Zeit Opa einkaufen. Der hieß Herbert. Aber Müller, das kann ich nicht genau sagen. Okay. Ich danke Ihnen trotzdem vielmals. Anscheinend muss derjenige noch in der Stadt sein. Wir müssen es weiterhin auf den Grund gehen. Hier sind so viele Villager. Ey, es freut mich mega doll, dass das Dorf mal wieder schön belebt ist. Also die Stadt hier sind einige wieder zurückgekehrt von dem Dorf. Weil im Dorf passieren ja jedes Mal schlimme Straftaten. So, hast du vielleicht jemanden gesehen? Die Leute sind echt verrückt, Boss. Okay, ich frage gar nicht erst nach. Die Unterhose hängt einfach bei ihm. Gut, wir müssen uns konzentrieren auf unseren Job. Hallöchen, haben Sie vielleicht einen Herbert Müller gesehen? Einen Herbert Müller? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Kenne ich auch leider nicht. Kann Ihnen ja weiterhelfen. Okay, danke schön. Und okay, da steht ein Auto. Warum steht da so ein krasses Auto? Ich würde auch gerne was kaufen. Hä? Okay. Was war das da hinten? Okay, wir werden mal gucken gehen. Ich meine, umsonst steht da nicht so ein krasses Auto. Wir gucken links und rechts, kommt kein Auto. So, hier steht ein Lamborghini. Von wem könnte der sein? Ist der von Zenti? Fährt Zenti jetzt auf einmal Lamborghini? Keine Ahnung, aber sowas ist ja schon teuer. Sowas kann sich nicht jeder leisten, das seht ihr doch. Alter, der ist schon krass. Hey Opa, wie oft habe ich dir gesagt, ich will die Klötze nicht kaufen? Tag hier. Doch, das ist ein gutes Angebot. Tag hier. Warte mal. Und wer ist das daneben? Ist das vielleicht der Opa, den wir suchen? Dieser Herbert Müller? Wir haben leider keine Beschreibung, aber wir müssen mal gucken gehen. Ich will was ganz anderes, nicht deine blöden Bauklötze. Okay, warte mal, wir gehen an meinen... Hey, Tag hier. Hey, Vitamine, was machst du denn hier? Ein Polizist, Hilfe. Stehen geblieben. Wer sind Sie? Oh, mein Name ist Herbert. Herbert, habt ihr das gehört? Und Hintername? Müller, aua, was ist denn der Polizist? Sie sind vorläufig festgenommen. Hier, Sie haben eine Fahndungsliste. Nach Ihnen wird gesucht. Sie haben viele Straftaten in Ihren Akten. Identitätsdiebstahl, Betrug, Erpressung, alles gegen Sie. Hey Vitamine, ich wollte aber was kaufen bei dem. Wie, was kaufen? Was meinst du, was kaufen? Ich wollte eine Goldkette kaufen, aber der wollte mich veräppeln. Stattdessen wollte er mir die komischen Bauklötze geben. Was für...
Was sind das? Bauklötze? Ja, das sind nicht nur irgendwelche Bauklötze. Wie nicht irgendwelche Bauklötze? Was soll das sein? Haben Sie schon wieder irgendwas hier vor in diesem Dorf? Nein, nein, das ist eine riesige Statue. Er erzählt, das ist eine riesige Vitaminestatue. Eine riesige, das kann nicht sein. Warum sollte da eine riesige Vitaminestatue sein? Glaub mir, wenn ihr die baut, dann ist das Dorf für immer gerettet. Niemand wird das Dorf mehr angreifen. Und mir tun die Knochen schon so weh. Warte mal, Taki, hast du das gehört? Der erzählt das schon die ganze Zeit, ich weiß nicht. Und warum bist du zum Teufel so reich? Wo hast du das ganze Geld ja für die Klamotten? Ebay. Oder hast du die etwa von mir genommen? Nein, das würde ich mich nicht trauen. Ich werde dir jetzt nochmal eine zweite Chance geben. Wehe, du wirst in der nächsten Zeit noch irgendwelche Straftaten begehen. Ich habe dich nicht gesehen, dafür nehme ich deine Blöcke, okay? Oh, danke schön, ja. Na gut, wir haben mal ein Auge zugedrückt als Polizist. Sollte man auch mal machen. Und wir haben jetzt einfach die Blöcke hier geklaut von dem. Hey, Vitamine, aber ich wollte doch keine Blöcke. Ich wollte doch was anderes kaufen. Nein. Taki, der hat doch gesagt, die Blöcke sollen eine Statue ergeben. Ich meine, die Farben für mein Skin sind das auf jeden Fall. Komm, hast du Bock, das aufzubauen? Vitamine, wo wollen wir das hinbauen? Ich würde sagen, einfach hier direkt kommen. Direkt hier neben meinem Haus, oder? Vitamin, ich bin ja nicht so überzeugt davon, ehrlich gesagt. Komm schon, Taki. Wir machen das jetzt auch nur einen Block groß. Und wenn du jetzt genauso möchtest, dass wir die Statue gemeinsam bauen, dann schreibst du jetzt eine 1 in die Kommentare. Und wenn du denkst, es ist keine gute Idee, diese Statue hier zu bauen, dann schreibst du eine 2 in die Kommentare. Aber Taki und ich wollen es unbedingt bauen. Und wenn du es auch möchtest, dann lässt du jetzt einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Vitamine-Statue. So. Zack, der kommt immer ein bisschen lila, so, das ist einfach fürs Hemd. So, dann kommt wieder der Kopf, oh, das ist echt ein bisschen tricky, Freunde. So, die Arme, gut, und danach fehlt anscheinend nur noch der Kürbiskopf. Und ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, Freunde, dass jetzt gleich eine Vitamine-Statue rauskommt. Bau die Statue, bau die Statue. Vitamin, ich glaube, wir haben sogar noch einige Zuschauer bekommen. Was? Das wollte ich ganz und gar nicht. Egal. Okay, ich würde sagen, komm, Villager, bleibt alle bitte ruhig. Ich werde jetzt den Block platzieren und bin gespannt, was passieren wird. 1, 2 und 3. Ah! Was ist das denn hier? Ja, Vitamin, du hast eine riesige Statue gebaut. Ja, Achtung, die Statue greift uns an. Aua, aua, wir werden angegriffen von einem Wiesen, Vitamine. Oh mein Gott, Taki, der greift uns an. Wir müssen uns verstecken. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Der Riesenvitamine greift die ganze Stadt an. Oh ja, wir müssen irgendwas tun dagegen. Der Opa hat uns etwa wirklich ausgetrickst, oder nicht? Oh ja, und der Riesenvitamine läuft da gerade vor unserem Haus. Der hat uns wirklich ausgetrickst und guckt euch das mal an. Der zerstört die ganzen Villager hier. Der greift jeden Villager an, dieser Riesenvitamine. Oh mein Gott, was ist denn mit dem los? Taki, ich habe eine Idee. Der hat schon mein ganzes Haus kaputt gemacht. Ich werde jetzt hier, zack, mir Waffen rausnehmen und werde gegen diesen Riesenvitamine kämpfen. Denn ich bin schuld daran, dass die ganze Stadt angegriffen wird. Oh Mann, der Opa hat uns ausgetrickst. Oh ja, und ob uns der Opa ausgetrickst hat, ich hätte es wissen sollen. Er hat schon in seiner Akte betrogen. Na gut, dann werden wir einfach alle mal den Riesenvitamine angreifen. Da ist er. Oh nein, der hat das ganze Dorf bis jetzt und die ganze Stadt, besser gesagt, zerstört. Oh, der ist riesig und ich hätte nie gedacht, dass das wirklich funktioniert. Aber Freunde, ihr hattet recht. Also die eine 2 in die Kommentare geschrieben haben, hatten sowas von recht. Wir müssen jetzt diesen Riesenvitamine angreifen. Wow, Alter. Wir müssen irgendwas machen gegen den. So, wir greifen weiter an. Let's go, Freunde. Auf geht's auf diesen Riesenvitamine, der hier die ganze Zeit Karotten wirft und die explodieren. Alter. Mein ganzes Haus. Oh, nein. Das wird mir Sandy niemals verzeihen. Sandys Haus ist auch ein bisschen kaputt gegangen. Aber ist egal. Wir besiegen dich. Und let's go. Nimm. So. Oh, wow. Ein Schlag noch. Und bam. Yeah. Wow, du hast ihn besiegt. Aber Vitamine, schau dir mal die Stadt an. Die ganze Stadt und mein Haus ist komplett zerstört, Hagir. Da bist du selber schuld. Du hast den Opa laufen lassen. Ich hätte den Opa wirklich nicht glauben.
laufen lassen sollen. Das war ein riesen Fehler, Freunde. Oh nein, hoffentlich wird das mein Polizeichef oder Sandy nicht mitbekommen. Wir müssen schnell alles reparieren. Let's go, ihr müsst mir unbedingt helfen. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen riesen Daumen nach oben da. Würde mich super doppelt freuen, Freunde. Schreibt noch ein nettes Kommentar, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss.